Jetzt kommen wir zu einer, für uns zumindest, wenn wir das periodisieren, zu einer fortgeschrittenen Art der isometrisch dominanten Übungsausführung, und zwar zu den sogenannten Overcoming Isometrics. Also im Vergleich zum Yielding, wo man einfach nur in der Position hält, haben wir das jetzt so hier gemacht mit unseren Aufnahmen für die Ketten. Dass der Fabi jetzt einfach hier dagegen pushen kann und sich das Gewicht eben nicht mehr bewegt. Also es ist jetzt unbeweglich, es ist wie wenn man gegen Pins drückt. Und da ballert er jetzt einfach dagegen und kann auch wieder verschiedene Sachen machen. Jetzt drücken, fang einfach mal zu drücken, Fabi. Okay, genau. Und jetzt drückt er da dagegen und jetzt lässt sich nicht bewegen. Ja, das wäre eine andere Form der Ausführung. Okay, passt, Fabi? Jetzt kann ich da auch wieder ein bisschen an der Zeitdauer drehen, ob ich eher so an maximaler Kraft arbeite in diesem bestimmten Gelenkwinkel, den er da hält. Je nachdem, wo ich meine Schwächen habe, wenn ich jetzt hier vom Lockout immer versage quasi, dann will ich gerade da mich isometrisch stark machen, weil man weiß, da wird genau der Gelenkwinkel trainiert. Und ich kann zum Beispiel dem Fabi sagen, was jetzt in unserem Fall eine maximale Intensity Overcoming Isometric ist, dass er einfach reindrückt und auch längere Zeit, also so 8, 9 Sekunden, um da wirklich Kraft aufzubauen. Oder dass ich ihn sage, alle spann so schnell wie möglich die Muskeln an und halte es dann nur 2, 3 Sekunden. Da trainiere ich dann eher so die schnelle Kraftentwicklung, Explosivkraft und die Startkraft. Also da kann man auch wieder das unterschiedlich gestalten. Einfach lange dagegen drücken und einfach warten, bis die Kraft aufgebaut ist, oder so schnell wie möglich gegen diesen unbeweglichen Widerstand. Okay, machen wir das vielleicht nochmal, Fabi? Machen wir so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Genau. Also, genau. Fangen wir an. Jawohl. 3, 2, 1, passt. Also da verkürzt man in der Regel auch die Zeitdauer, oder? Man macht es halt dann eher Maximalkraft betonen und dann kann man länger pushen, 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 pushen. Sowieso maximal 9 Sekunden machen wir in der Regel. Also man kann jetzt natürlich auch die ganzen Varianten irgendwo miteinander kombinieren. Und eine relativ mittlerweile bekannte Kombinationsvariante ist die Eccentric Isometric, also wo wir die exzentrische und die isometrische, den isometrischen Teil der Bewegung fokussieren, um halt auch gerade da ein erhöhtes Bewusstsein zu schaffen, dass die Leute die Bewegung einfach korrekt ausführen und mit möglichst guten Bewegungsmustern. Weil wenn eine Übung halt kacke ausgeführt wird, dann gibt es halt auf Dauer irgendeinen Stress, irgendwelche Probleme. Deswegen eignet sich das ganz gut, wenn man es exzentrisch macht. Man weiß, diese Gehirnareale werden da aktiv. Ja, unsere Hirn arbeitet auch die für so Entscheidungsfindungen und sowas zuständig sind. Und da findet Lernen statt. Wenn man es langsam macht, bewusst, dann kann man nämlich schauen, was machen die einzelnen Gelenke, wie viel Spannung ist auf den Muskeln, habe ich das Gewicht gleichmäßig verteilt, etc., etc., etc. Und kann so eben mein Hirn die effizienteste Art der Bewegungsausführung beibringen. Und das machen wir eben gerne auch mit Anfängern. Eine Variante, die exzentrisch-isometrisch betone. Also Fabi zeigt jetzt mal. Jawohl. Und dann gehen wir runter. 5, 4, 3, 2, 1. Und halten nochmal. 5, 4, 3, 2, 1 und pushen wieder hoch. Genau, okay, passt. Also alleine. Oder wir machen es einfach super slow. Also wirklich in Zeitlupe. Gehen runter, oft auch mit relativ wenig Gewicht, gehen einfach runter und gehen auch langsam wieder hoch und füttern die Athleten, je nachdem, was wir sehen, wie das aussieht, mit entsprechenden Cues, dass sie das dann korrekt machen. Zum Beispiel drück dich in die Bench rein, weil viele machen das hier schön mit den Ellbogen, rotieren rein, aber lassen die meistens auf dem Weg nach oben zu lang vorne und bringen sie dann wieder raus. Und da helfen dann so bestimmte Cues und auch in Kombination mit diesen super langsamen Bewegungsausführungen, dass sie das richtig top checken. Okay, machen wir noch eine super slow dann, Fabi. Also einfach langsam runter, langsam hoch. Ready? Und konzentriere dich darauf, dass du dich in die Bank, richtig in die Bank reindrückst, wenn du hoch gehst. Drück dich in die Bank rein.